Hallo meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu Let's Play SmackDown vs. Raw 2007. Ich bin nicht alleine mit dabei, ist der Josh. Servus. Hallo. Wir haben uns gedacht, komm, wir packen mal ein älteres Spiel aus Richtig altes. und spielen das, jawohl. Was ist denn das? 2006 wahrscheinlich, oder? 2007. Also so, ja, halt wie das immer so ist bei den Spielen, so um den Dreh. Ein Jahr früher, ja, wahrscheinlich. Ja. Ja, der Josh hat noch mehr Ahnung von Wrestling wie ich. Der ist schon mit einer Rey Mysterio-Maske auf die Welt gekommen. Ja. Ja, ich würde sagen, wir schauen uns die Video-Tutorials, sollen wir uns die anschauen oder sollen wir uns einfach so ausprobieren? Nee, wir kriegen das so hin. Wir Okay, tough sind it ja out. voll die Pros. Ja. So. So, no Save-Profil, ja, jetzt müssen wir erst noch Jawohl. einen Charakter erstellen. Nein, zu weit. Einen Spieler Player. erstellen. Eigentlich wäre Player schon voll korrekt, wir sind ja voll die Player. Okay, machen wir. Nee, mach was geht doch anderes. So, Player. Einwandfrei, ja gut, wir heißen Player. Das reicht. Wir sind eben voll die Player. So, also, Memory Card. Ja, das war noch Zeit noch für PlayStation 2 mit der Memory Card. Ja, so ist das eben Acht damals. 8 Megabyte Memory Card und das hat gereicht. So, was spielen wir jetzt hier genau? Wir spielen so ein Wir spielen Modus. Einfach Wie das Spiel heißt durch im ich bin mir nicht mehr sicher. Ich glaube, das ist so ähnlich wie der 24-7-Modus in anderen Spielen. Ich glaube, der heißt hier halt. Ich habe schon gerade wieder vergessen, wie der Modus heißt. Ja, ist auch nicht so schlimm. Wir spielen ihn auf jeden Fall. Ja, wir probieren es mal aus. Und ich spiele hier zum ersten Mal. Der Josh ist voll der Pro in dem Game. Ich habe das Spiel schon Jahre nicht mehr gespielt. Ja, also wir haben das Spiel gerade, wie ihr gesehen habt, komplett neu gestartet. Jawohl. Season Mode. Später probieren wir vielleicht auch noch den PPV-Mode aus. Season New. Legend. Ich würde sagen, wir spielen auf Easy, weil wir können noch gar nichts. Das okay, ist von mir aus. Schwer genug. Es hat, nee, die Leute so, beschweren sich jetzt immer. Kommt schon die erste Frage. Leute beschweren sich immer, wenn man Easy nimmt. Egal, sollen sie nicht weinen. Batista. Na, jetzt schauen wir uns erstmal alle Spieler an. Siehst du, Batista ist WWE 13 schon nicht mehr drin. Big Show. Der hatte mit da keine Haaren. Haare. Er hat jetzt keine Haare mehr. Bobby Lashley, der was ist macht, auch schon. Was macht denn der eigentlich? Ist der jetzt nicht bei MMA oder das so? Das kann gut sein, ja, ich glaube schon. Bugatti, der neue General Manager von ja, SmackDown. Der ist in WWE 13 auch. Oh, Kalito, der ist geil, das war doch Zeiten. Chavo Guerrero, der ist auch schon jetzt nicht mehr dabei. Chris Benoit ist leider auch nicht mehr dabei. Ja. Chris Masters. Der Master Lock, oder? Ja, ich glaube. Jawohl. Hier Edge, der jetzt ja auch nicht mehr dabei ist. Leider, ja. Gregory Helms, der. Ja. JBL ist der Kommentator jetzt ja. Und da ist er noch Wrestler. Bei WWE 13 kann man. Ups, Mikro verschoben. Bei WWE 13 kann man auch noch spielen. Ja, den kann man eigentlich in allen, glaube ich, noch spielen. Aber hier ist er noch ganz normaler Wrestler. Achso, damals war er noch dabei, stimmt, ja. Joey McCrey sagt mir jetzt gar nichts. Mir auch nicht. John Cena, den nie gehört. Ich kenn's auch nicht, ja. Nee. Johnny Nitro, das ist John Morrison, oder? Das, ich glaube ja, so ja. Irgendwas. Kane, ohne Maske. Ah, stimmt, damals hat er die Maske ab. Aber ich glaube, da kann man die Maske freischalten oder so. Ken Kennedy, also Mr. Kennedy. Ja, ich wollte gerade sagen. Das ist der Mr. Kennedy. Der oder sieht so. Aber irgendwie ein bisschen anders aus hier. Ich glaube, das ist der aber, ich bin mir nicht sicher. Ja. Kid Cash. Sag mir jetzt gar nichts. The Kurt Angle. Jawohl. Der ist auch noch geil. Lance Cade. Den kenne ich auch. Ja, der sagt mir auch was so vom Mark Henry. Matt Hardy. Oh, hier ist Mick Foley. Ah, der ist schon ist noch, Legende. Ist, ja, aber er ist schon direkt drin. Freigeschaltet. Das ist sehr schön. Randy Orton ist ja auch immer noch. Rey Mysterio. Ja, sicherlich. Ric Flair. Als normaler Wrestler, nicht als ja, Legende. Ja, damals oder hat so. Er noch. Er hatte noch bis er 100 war. Rob Van Dam. AWD ist jetzt bei TNA. Genau, ja. Aber der ist da leider nicht mehr drin. Ah, ich wollte gerade sagen, genau wie Matt Hardy, aber das ist ja Jeff Hardy, der bei TNA ist. Genau. Shawn Michaels. Haben wir jetzt auch noch dabei. Noch dabei, ja. Ja. Der ist ja auch noch nicht so lange weg. Stimmt. Shelton Benjamin. Da habe ich ja Gerüchte gehört, dass der vielleicht zurückkommt. Hier, Snitsky. Der Riese. Ja, den kenne ich auch. Habe ich nie wirklich gesehen, aber der hat so. Nicht? Ja. Dann The Boogeyman. Hi, Boogeyman. Ja. Coming to get ya. Das ist immer der Geiste. Trevor Murdoch. Den kenne ich nicht. Ich kenne nur Murdoch, heißt einer aus Supernatural. So ein Geist. Ja, das ist der bestimmt. Das ist der bestimmt. Triple H auch. Oh noch Gott, wie sieht der aus? Ah ja, lange Haare, alles ja, wie gut, immer. Lange Haare. Nee, der hat das. Guck mal, wie der guckt. Der ey. Ist ja auch übrigens auf der. Dem Spielcover. Sieht Tatsache, da sieht er normal aus, ja. Aber auch den Undertaker natürlich. Undertaker, ja.
Triple H wahrscheinlich der Beste, oder? Mit 94. Ja, aber das hat auch nicht so viel zu sagen. Stimmt. Jetzt noch William Regal. Oh, lebt ja, der noch? Der war auch cool. Ist der noch dabei? Der macht doch auch immer noch Matches, der ne? Der ist bei... Der hat jetzt noch die Storyline mit Sheamus vor kurzem. Aber ist jetzt... ich glaube, der ist irgendwas bei NXT. Ja, ja. Ist der nicht Moderator? Ich glaube, der ist der Boss von NXT. Nee, das ist der Dusty Rhodes. Der Vater von Cody. Achso, okay, gut. Und dann noch Roddy Piper, den müssen wir aber dann noch freischalten. Ich glaube, es gibt noch mehr freizuschalten. Also irgendwie nur der eine wäre ein bisschen weh. Ja, kann sein. So, wen nehmen wir? Das ist die große Frage. Ich würde sagen, wir machen das. Hier ist übrigens das Help-Menü. Ach, hier gibt's gar nicht die... Nee, schade. Normalerweise gibt's immer noch die, wenn man Viereck drückt, dass dann ein zufälliger Charakter gewählt wird. Aber das geht hier nicht. Wir können auch einfach mal so machen. Okay, aber da kann man eigentlich auch steuern, wenn man will. Ja, also ich würde sagen... Ich würde sagen, wir nehmen den Boogeyman. Das wäre eigentlich mal ein Versuch. Der ist eigentlich... Naja... 85, der ist schon okay. Ja, ey, sollen wir den holen? Was ist denn sein Finisher? Was ist denn sein Finisher? Ich habe keine Ahnung. Ich weiß, dass er... Aber sonst Triple H, Undertaker nimmt wahrscheinlich jeder, wie wär's Batista mit, oder so. Ja, Batista, Rey Mysterio wäre halt dann die... Oder hier, Kalito. Wo ist er denn? Kalito. Oder ach nee, der war immer cool. Oder den haben wir, warte, ich gehe mal nochmal... Ja, wir gehen mal schnell durch. Edge wäre auch cool. John Cena ist langweilig. John Cena auf keinen Fall. Kurt Angle wäre auch noch was. Lance Cade, den kennen wir nicht so richtig. Nehmen wir den. Oder Matt Hardy ist auch cool. Jeff Hardy war nicht dabei, ne? Nee, Jeff Hardy, den gab es da noch nicht. Randy Orton könnten wir nehmen. Nee, den finde ich. Der ist nicht so... RVD, schöner Frogsplash. Sollen wir den? Oder Shawn Michaels mit der... Nee, Shawn Michaels nicht. Oder halt wirklich Boogeyman... Ich weiß nicht, Mick Foley wäre halt auch noch. Der dreifache H, der ist ja. Also Undertaker, das ist halt alles so. Ich weiß auch gar nicht, was genau auf uns zukommt. Oder Batista oder Big Show, das sind halt noch die Guten, die jetzt nicht mehr dabei sind. Ja, wir könnten eigentlich Batista nehmen. Sollen wir Batista nehmen? Ja, wir nehmen Batista. Okay, dann nehmen wir Batista. Select. So, jetzt geht's los. Ich habe wirklich gar keine Ahnung mehr, was auf uns zukommt. Weil, ich habe allgemein keine Ahnung. Ja, gut, das ist ja auch nicht so schlimm. Ich habe nie so ein Smackdown vs. Raw gespielt. Ach, das ist mit Story. The Rabbit, Wolverine and the Deadman. Ja, also quasi... Ach, da hat da jetzt jeder Charakter seine eigene Story. Das wäre ja übel viel programmieren, oder? Weiß ich nicht, aber... Ist der Wolverine nicht eigentlich Chris Benoit? Das weiß ich jetzt nicht, aber der Deadman ist auf jeden Fall der Undertaker. Das ist mir auch gut. Vielleicht werden da auch einfach alte Stories dann mit anderen Charakteren durchgespielt. Also, dass wir jetzt halt, egal wen wir ausgewählt hätten, diese Story hätten. Kann sein, ja. Oh. Yeah, unser Locker-Room. Nice. Kannst du eigentlich auch was steuern jetzt? Probier mal. Ja, gut. Ich kann alles. Gut, dann müssen wir, ja gut, dann steuer du jetzt mal. Season-Mode-Options. Ja, mach mal die Optionen gerade. Schau mir da mal noch. Kann ich hier nicht. Es auch? Gibt noch kein Magazin, weil WWE gerade erst angefangen hat. Ach so. So, Schwierigkeit leicht. Ach so, da kann man umstellen, einwandfrei. Subtitles schalten wir mal an. E-Mail Attention, brauchen wir nicht. Ist das eigentlich nicht auf Deutsch? Das Spiel ist komplett auf Englisch, ja. Hier gibt's. Das erste Deutsche war das 2008er. Vorher waren alle auf Englisch komplett. Okay. Nur halt mit. Ich glaube, es gibt deutsche Untertitel. Ja, hast du auch gerade angestellt. Oder, nee, wahrscheinlich sind die Englisch. Ich habe nur Untertitel. Ich glaube, die sind deutsch sogar. Müssten Englisch sein, eigentlich. Also, ich habe es früher auch schon. Messages, haben wir welche? Ja, scheinbar haben wir welche. Von Batista. Von Theodore Long. Jawohl. What's up, Player? Siehst du, der kennt unseren Namen. Warte mal, normalerweise. Ich hatte in Erinnerung, das wird vorgelesen, aber okay. What's up, Player? I've got a big favorite for ASQ. I'm sure you know all about the big match tonight on SmackDown between Chris Benoit and The Undertaker. Hab doch gesagt, Chris Benoit. Talk about TV, this changing Friday nights. The only problem is I don't have a single referee who's willing to get between those two with all of... Wir sollen jetzt den Referee machen. Ich glaube schon. So I'm making you a special referee for the match. Because I know you can handle yourself out there. All you have to do is call it right down to the middle. And everyone... Leute, das ist jetzt schon geil, weil ich kann die Steuerung eh gar nicht mehr und David kannte sie ja noch nie. Und, du musst jetzt den Referee machen, ey. Ja, dann gucken wir mal noch an den PC oder geht's dann los? Batista hat übel Ahnung von Wrestling. Ich verlinke euch mal in der Videobeschreibung ein Video,
Ah, das war noch Zeit. Backflip gemacht hat. Komm, schauen wir mal kurz in die Superstar-Bios. Wir machen das ja ein bisschen ausführlicher, oder? Ja. Ja, okay, das ist jetzt ein bisschen viel. Hier sind alle Wrestler. Ah, da sind auch die Frauen. Also wir konnten halt einige gar nicht auswählen. Zum Beispiel Jillian Hall. Melina, die kannte ich noch, die ist doch diese Verrückte. Keine Ahnung. Super Crazy, den konnten wir auch nicht auswählen. Oder? Ja. Und Craig Kali konnten wir auch nicht. Und hier und den Vito, Psychosis. Psychosis. Und Vito. Ja, ich weiß nicht, wie er heißt, ey. Bukati, sonst konnten wir... Gehen wir zu Raw. Ach so, das sind... Ach so, ja, ja gut. Chris... Daivari. Ist das... Ich glaube, das ist der... Das war der Manager von Craig Kali damals. Lita. Die ist wow. Jetzt... Die ist, Mickey James. Das war die Verrückte, glaube ich. Keine Ahnung. Und Viscera. Wieso konnten wir den nicht nehmen? Ja, oder Umaga. Oder Vince McMahon. Ja, gut, das jetzt. Nee, aber Viscera. Aber dann den Trevor Moore Doktor können wir nehmen, oder? Ja. Nicht so. Und hier, die haben wir noch nicht. Ah, genau. Bam Bam Bigelow, Bret Hart, Cactus Jack, Dude Love, Dusty Rhodes. Eddie Guerrero ist schon frei. Den können wir jetzt schon spielen, quasi, aber halt nicht in diesem Modus. Hulk Hogan. Wer ist denn Bam? Bam Bam Bigelow, das ist so ein. Ich kenne den auch nicht vom Wrestling, aber das ist so ein stämmiger Kerl. Steve Austin, The Rock, Tess. Tess war zeitlang Moderator. Ja, ja. Roddy Piper und Mankind. Und was ist Corporate? Stephanie McMahon und Shane McMahon. Shane McMahon kann man hier freischalten, stimmt. Ja. Dann kannst du hier Vater und Sohn. Okay. Schön, dass wir jetzt mal alle Wrestler gesehen haben. Like the father, like und the son. Ich habe eben kurz reingeschaut. Also hier ist das dann so bei den Bios, dass da wirklich 1000 Sachen stehen. Also das ist auch sau cool eigentlich. Profile Stats, die brauchen wir jetzt nicht. Shop und hier ist jetzt. Da geht's jetzt rein ins Match, oder was? Nee, das sind die. Das ist jetzt das WWE-Magazin, also die Internetseite WWE.com. Achso. Und hier ist jetzt halt nochmal. Hier wird jetzt das Ganze, die ganze Story nochmal aufgegriffen. Hätte keiner gedacht, dass beim Wrestling-Spiel so viel zu lesen gibt. Ja. Okay, also. Wird jetzt eine Geschichte erzählt über Undertaker und Chris Benoit, die eine Fehde führen. Und die haben jetzt heute ein Match super geil. Ja. Vor allem, weil Chris Benoit nicht mehr da ist. Unlike Chris Benoit, my soul is not bound by the ropes of a wrestling ring. His limited world. Oh, so richtig in Story und so, ne? In Character. Theodore Long hat versprochen. Muss das auch sein. Diese Woche gibt's dieses Match und, ja gut, hier ist noch gar nicht angekündigt, dass wir, Die Info haben wir nur wir. Ja, wir sind halt hier. Könnten jetzt ein YouTube-Video drüber machen, dann hochladen, ja. Super viele Klicks abpassen. Okay, gut, dann haben wir das jetzt Batista. Batista. Dave Bautista. So, was ist WWE-Shop jetzt, ne? Ne, ich bin jetzt rausgegangen wieder. Ach so, ganz rausgegangen. So, ja, und jetzt... Wie kommen wir jetzt zum Match? Ich glaube, über Beck. Hier können wir einfach mal frei rumrennen. Nice. Hier, hier sind nochmal Magazin und die Bios, die brauchen wir jetzt nicht. Hier unten links siehst du Cash und Experience. Ah, hier geht's los. Ah. Hier unten links noch kurz siehst du ja jetzt, hier. Ja gut, da ist Cash and Experience und unten bei Start sieht man Customized Locker Room. Hier können wir uns Möbel und alles kaufen und dann später den Locker Room hier ausbauen. Also das wird richtig cool. Naja, dann starten wir mal loslegen. Was ist das jetzt? Challenge Ach nee, das ist nicht Story, das ist der Challenge Mode. Da können wir einfach so Matches machen, um weiteres Geld zu verdienen, glaube ich. Da müssen wir halt Challenges. Das zeige ich noch ganz kurz. Oh Gott, das Spiel ist so lange her, dass ich das mal gespielt habe. Hier.